Herzlich willkommen bei der Play-It 2021 dieses Jahr. Wir von der Gesamtschule Kaiserplatz stellen das Spiel Spikeball vor, was seit den 90er Jahren aus den USA so langsam hier rüber geschwappt ist. Es geht um dieses Trampolin und den Ball, mit dem gespielt wird. Die Regeln sind relativ einfach. Es ist so eine Mischung aus Volleyball, beziehungsweise hat auch Grundzüge von Tennis dabei. Und die vier Schüler aus der Oberstufe hier werden gleich ein paar Spielzüge machen. Ich werde kurz was zu den Regeln zu Beginn erklären, bevor die dann loslegen und wir so ein, zwei Situationen quasi zeigen werden. Das Regelwerk ist relativ einfach. Das Spiel wird gespielt 2 gegen 2. Punkte wird gezählt nach Rally Points. Das heißt, jeder Fehler von einem Team, zum Beispiel Team Gelb, ist ein Punkt für Team Grün. Und das Spiel wird eröffnet mit dem Aufschlag. Dazu sollen alle vier Spieler 1,80 Meter vom Trampolin quasi entfernt stehen. Und der Ball soll mindestens 5 cm hochgeworfen werden und dann mit der Hand auf das Trampolin gespielt werden. Und von da aus geht es dann los. Es gibt keine räumliche Begrenzung. Das Spielfeld ist 360 Grad, also komplett drumherum, um das Trampolin herum. Fehler ist es, und dann auch ein Punkt für die andere Mannschaft, wenn der Ball nicht das Trampolin berührt, beziehungsweise zweimal da drauf kommt, auf den Rahmen kommt oder vom Rahmen ins Netz geht. Das wäre dann im Zweifel eine Wiederholung. Und wir machen das einmal kurz vor, indem wir quasi den Aufschlag simulieren. Bitte nicht wundern, wir werden nachher den Ball einwerfen, weil es für den Beginn quasi einfacher ist, als den Ball zu schlagen. Aber meine Schüler werden hier zwischenzeitlich auch mal wechseln. Wir machen das einmal kurz vor. Wir machen den Aufschlag und ich zeige erstmal den Aufschlag. Dann wird der Ball gefangen. Sieht so folgendermaßen aus. Das wäre jetzt schon der erste Fehler, weil der zweimal auf dem Netz war. Wir machen das noch einmal für ein besseres Verständnis. Mal neu. Also, zack. Und das wäre der erste Punkt. Jetzt machen wir es so. Der Ball wird, wie beim Volleyball, darf bis zu 3 Kontakten gespielt werden, kann aber auch früher den Ball schon spielen. Wir machen jetzt einen Aufschlag und ich returniere den sofort, also nur mit einem Kontakt. Also Aufschlag, das wäre ein Kontakt. Jetzt machen wir 2 Kontakte, jetzt kommt der junge Mann hier neben mir noch hinzu. Aufschlag, ich spiele weiter und dann spielen wir direkt rüber. Und jetzt machen wir 3 Kontakte. Das ist die Maximalanzahl. Danach muss der Ball auch wie beim Volleyball auf das Netz gespielt werden. Da muss man noch treffen. Wir machen das nur einmal. Fangen nur an. Und das wäre dann quasi das Spiel, was relativ einfach ist. Wir werden das nochmal einmal kurz ein bisschen stärker spannen, damit der Ball auch schön abspringt. Während festgezogen wird, kann ich ja schon was dazu sagen, nämlich Spikeball ist, warum es sich auch als Trendsportart mittlerweile entwickelt hat, ist, man kann es, wie man sieht, es ist schnell aufgebaut, es ist sehr einfach und man kann es wirklich überall spielen. Entweder in der Mediothek, auf dem Parkplatz, auf der Wiese oder am Strand. Und der Beutel wiegt nicht mehr als 2 Kilo, von daher geht das dann auch relativ schnell. Man ist schnell im Spiel und wie gesagt, die Regeln sind auch absolut einfach. Wir zeigen jetzt ein paar Spielzüge. Viel Spaß dabei.
Dankeschön. Ja, dann sagen wir danke. Ich muss noch kurz was zu den Punkten sagen. Das habe ich nämlich vergessen am Ende. Gespielt wird bis 15 oder bis 21, aber man kann das ja, ganz individuell auch gestalten, wenn man sich dann gegenseitig abspricht. Also es muss dann auch nicht immer mit Punkten sein, darf auch einfach so sein, und dass man Spaß an der Bewegung hat. Wir, die Gesamtschule Kaiserplatz, sagen vielen lieben Dank, dass wir dieses Jahr wieder dabei sein durften, und dann sind wir mal gespannt, wie die Woche so läuft. Viel Spaß dabei. Danke.